Es gibt nur einen deutschen Meister und das ist der SV Werder Bremen. Alle feiern heute in Bremen auch. Heute ist vorbei. Bremen, der deutsche Meister. Hier haben Sie das silberne Ding. Große Erleichterung auch in Bremen, wo der 6. Pokalsieg von Werder enthusiastisch bejubelt wurde. Herzlichen Glückwunsch, Werder Bremen. Herzlichen Glückwunsch, Frank Baumann. Glaube ich, gemeinsam unglaublich viele schöne Momente erlebt und Erfolge eingefahren und genauso aber auch schwierige Zeiten durchgemacht. Und mit eurer Hilfe auch konnten wir die Situation immer gut bewältigen. Vielen, vielen Dank für eine wunderschöne Zeit und ich wünsche natürlich Werder Bremen alles Gute und weiterhin natürlich all die Erfolge. Danke. Gedanken zu fassen und geht unglaublich viel durch den Kopf. It hurts us all and I can only say apologize for the fans, for the city. Ja, ich glaube, dass Werder Bremen, solange ich jetzt mich mit Fußball beschäftige, also von Kindesbeinen auf einfach für eine Art und Weise von Fußball steht, die offensiv ist, die mutig ist, die sich nicht kleiner macht, als man ist. Und das sind einfach Dinge, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Die Möglichkeit zu haben, daran mitzuwirken, das ist etwas, was mich gereizt hat. Und auch in diesen Gesprächen hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass man eine gleiche Auffassung darüber hat, wie man Fußball spielen will. Hässlichen Vögel. Aber dann ist es endlich soweit. Schiedsrichter Felix Zweier pfeift die Partie ab. Herzlich willkommen zurück in der Bundesliga, SV Werder Bremen. Der SV Werder Bremen stellt Baumann an. Der Medientipp ist 16. Das müssen wir toppen, Leute. Wir haben 1 Million zur Verfügung an Transferbudget und etwas über 500.000 Euro Gehaltsbudget. 5-Jahres-Plan Ende der aktuellen Saison in der Bundesliga etablieren. Konkurrenz im DFB-Pokal sein, das sollen wir hinkriegen. Abschlussplatzierung in der oberen Hälfte, ja, das sollen wir auch hinkriegen. Qualifikation für die Europa Conference League, Qualifikation für die Europa League und wieder für die Europa League. In den nächsten 5 Jahren sollten wir das in jedem Fall hinkriegen. So, würde ich sagen, sieht ungefähr die grundlegende Taktik aus. Von den Rollen müssen wir natürlich noch viel ändern. Ich würde auf jeden Fall mit dem Stoßstürmer spielen vorne. Und ich würde auch eigentlich gerne Rappo abgeben, wenn wir für den Geld kriegen können. Hat zwar ganz okay Werte, ist aber auch nur ein guter Spieler für die zweite Bundesliga. Man sieht das ja, fällt hier ordentlich ab. Philipp Kühn, der ist es. Und ich sage euch ehrlich, wenn wir den verleihen können, dann wäre es super stark, weil ich glaube, Philipp könnte echt abgehen. Der braucht nur das Vertrauen und die Spielpraxis. So, dann gehen wir mal zur Mannschaft und wollen mal eben hier eine kleine Ansage machen. Ich wollte die Gelegenheit beim Schopfe packen und mich als neuer SV Werder Bremen Trainer vorstellen. Also ich finde, Tabellenmittelfeld sollte unser Ziel sein. Das scheint für die alle auch ganz okay zu sein. Ich habe sonst keine weiteren Punkte. Ich glaube, diese positive Moral kann man erstmal mitnehmen. Philipp Kühn Angebot. Philipp will auch weg. Wollen wir mal ihm anrufen? Ich kann Philipp mal ihm anrufen.
Was sagst du zu dem Angebot? Er ist Stammspieler bei BK Frimat Amagas in Dänemark in der zweiten Liga. V. Weltangebot. Leih mich aus. Ich will spielen. Also Philipp, du sagst, du willst nach BK Frimat Amagas. Guck mal, Philipp, auf geht's. Ab nach Dänemark. Ich habe mir aber noch ein paar Gedanken gemacht wegen dem Stürmer. Nicht wegen dem Stürmer, wegen Co-Trainer. Moritz Volz, dachte ich mir, wäre als Co-Trainer echt optimal. Hat sogar schon bei RB Leipzig als Co-Trainer gearbeitet. Dann als Scout bei Arsenal. War bei Gala kurz Co-Trainer. Ein Jahr Spieler, unter anderem bei 1860, bei Pauli, bei Arsenal, bei Schalke und bei Sportfreunde Siegen. Und Sportfreunde Siegen, da kommt auch der gute alte Florian Kohfeldt her. Deswegen auch mal ein Angebot an Moritz Volz rausschicken. Und ich habe auch noch Kolo Touré als Assistenztrainer mir überlegt. Was sagt ihr zu Kolo Touré als Assistenztrainer? Das wär's doch. Pavlovic fände ich halt ehrlich cool, weil ich sehe recht viel in dem. Doch. 5 Sterne, ja. Mal 100.000 gleich mal bieten. Wollen wir machen? 100.000 für Alexander Pavlovic? Leute, Pavlovic-Angebot. Ich wäre dabei. 100.000. Wollen sie nicht. Wollen wir mal 200.000. So, dann haben wir jetzt das erste Testspiel gegen Gleisdorf 09 auswärts. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt hier mit dem Kader rein und gucken, was so möglich ist. Und damit ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen hier 4:0 gegen den FC Gleisdorf 09. Klar und verdient, aber das hätten wir deutlich, deutlich höher gewinnen müssen. Fürs erste Spiel ist das voll okay. Für Alexander Pavlovic 40% Weiterverkaufsgebühr. Das finde ich wirklich sehr, sehr viel. 30% finde ich schon angenehm. 250.000 wäre dann doch schon noch angemessener, würde ich sagen. Mal so machen. Nehmen Sie so an. Wenn wir den kriegen würden, das wäre schon heftig. Vor allem, der ist wohl richtig begehrt. 17 andere Clubs haben den auf der Wunschliste. Stark an Verhandlungen interessiert. Attraktivere Option. Oh. Dann müssen wir dem eine gute Rolle geben, würde ich sagen. Wir wollen den schon als Joker mitnehmen, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass er das bei uns spielen kann. Ja, dann machen wir das so. Ohne Ausstiegsklausel Alexander Pavlovic zu holen. Hat nach 20 Spielen und 25 Spielen zwar eine Gehaltserhöhung, aber das nehmen wir voll in Kauf. Das wird bei uns hoffentlich ein wichtiger Spieler in den nächsten Jahren. Philipp geht auf Leihbasis nach Dänemark. Dann wünsche ich dir alles Gute, Philipp. Man sieht sich. Wir haben hier schon mal direkt unseren Wunsch-Trainerstab zusammengebaut. Und so muss das doch sein, Leute. Dann haben wir einen richtig starken Trainerstab hier zusammen. Dann können wir den sogar schon nochmal auf den Trainerlehrgang schicken. Ich freue mich natürlich, mit Moritz Volz hier zusammenzuarbeiten. Moritz Baumann und Moritz Volz werden hier gemeinsam mit Patrick Kohlmann in der Zukunft ein geisteskrank geiles Trainerteam darstellen. Nein, ich habe die DFB-Pokal-Auslosung geskippt. Aber wir spielen gegen Erzgebirge Aue in der ersten Runde gegen Drittligisten. Das kann ja gar nicht gut enden. Wollte Made verlieren? Nein, Quatsch. Ach, der Vertrag läuft aus. Machen wir mal Woltemade ein Vertragsangebot, weil wir wollen ihn ja wirklich langfristig halten. Also 10.000 passt das. Ja, komm, machen wir es so. Und dann haben wir jetzt das nächste Testspiel gegen Rheinisch Allerheiligen, Leute. Wir gewinnen das zweite Testspiel auch. Diesmal mit 2:0. Bisschen weniger Action vorm Tor. Aber Opitz hat sich wirklich super, super gezeigt. Pavlovic wechselt zu Werder Bremen. Alexander Pavlovic, herzlich willkommen in Bremen. So, dann jetzt Testspiel gegen unsere B11. Duxch hat sich verletzt. Unterschenkelverletzung, nein. Schwarz verletzt. Leute, nee, das kann wirklich niemand mehr erzählen hier. Der nächste verletzt, Leute. Möglich und... Wieso verletzt hier alle am Unterschenkel, Mann? Digga, guckt euch mal die Stats an. 2,56 Expected Goals. 2 Abseitstore von uns. Und es steht 1:1. Duxch, 6 bis 7 Wochen raus, Leute, das sind wir doch. Stark. Letzter Test hier vor dem Pokalspiel gegen Wolfsburg. Und wir verlieren den letzten Härtetest gegen Wolfsburg mit 1:0. Technik, Chancen verwehrt. Wir müssen viel mehr trainieren. So, das ist unser Trainingsplan für nächste Woche. Und dann wollen wir hoffen, dass wir gegen Aue eine ganz andere Leistung zeigen. Und dass wir dann im Pokal weiterkommen. Und Nick Woltemade verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Wenn wir Fernando als Ersatz da vorne holen könnten, wäre eigentlich gut, würde ich sagen. Ist schnell, wenn man vergleicht mit Jinma. Aber Fernando deutlich besser. Ja, Digga, machen wir 1,7. Ist okay. Gut, dann machen wir Grosso als ersten Kapitän und Starke als zweiten.
Ich würde vorsichtig rein gegen Aue, weil Aue kann eklig sein. Wir gehen mit einem Flügelverteidiger, mit normalen rein, unterstützen. Gehen mit einem zweiten ballspielenden Verteidiger rein. Können dann noch jemand auf die Bank mitnehmen. Voltemade. Ich würde sogar Grosso dann reinpacken. Alles geben, alles reinhauen gegen Erzgebirge Aue in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wir müssen das hier gewinnen. Komm, Spielvorschau, Anstoß, auf geht's. Pieper, ja Mann, gut. Nicht direkt die erste Aktion, rote Karte von ihm. Ey, was soll das? Ja, nein. Komm, raus! Sean Seitz, 1-0 für Erzgebirge Aue. Das kann nicht angehen. Leute, mehr fordern. Ich doch den Ball, Digga. Kein Foul. Komm, Jung. Jetzt auf geht's. Nach vorne. In Kurt Boré. Jung, ja, ist das geiler Fußball, Junge. Ist das geiler Fußball. Jung. Stay. Groß. Grosso. Oh, drüber. Im Gästeblock wurde der Support eingestellt. Skandiert. Wir wollen euch kämpfen sehen. Nicht mal die Fans setzen jetzt auf uns. Schmied. Stay. Nein, ich hab den drin gesehen, Leute. Stay. Digga, was ist das denn für ein scheiß Schuss, Mann? Konter, 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 Konter. Jens, stay. Nimm doch ihn mit. Noch mal einen Ball nach hinten. Wieso das denn? Junge, wieso das denn, Mann? Was ist das denn? Stark, komm, ja. Stay. Schmied. Drüber! Ihr könnt alle nicht schießen, Mann! Wir spielen wie ein Absteiger! Wir spielen wie ein Absteiger! Wir spielen wie ein Absteiger! Ihr Versager! Komm, Leute, zweite Halbzeit, auf geht's, komm! Ja, jetzt, ey! Ja, da sind wir doch! 1-1! 49. Minute! Schmied. Oh, Mann, der ist schon wieder da. Das kann man keinem erzählen, ihr Mann! Weiser. Spiel doch den Ball! Ja, Jinma! Da sind wir wieder! Wir fliegen ganz dick raus. Wie kann man an dem Ball vorbeilaufen? Wie kann man das, Mann? Wie geht das denn? Ich versteh's doch nicht. Ich versteh's doch nicht. Leute, wie kann man denn an dem Ball vorbeilaufen, Mann? Komm, Junge. Konter! Ja, du bist doch schnell. Bist du eigentlich nicht, aber egal. Lauf einfach. Jinma, jetzt komm. Ja, Jinma! Justin Jinma, ja, Mann! Junge, Junge, was ein Spiel. Verlängerung. Komm, Leute, wir zeigen jetzt auch in der Verlängerung, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ihr könnt das, Jungs. Wir sind Bundesligisten, das sind Drittligisten, ja? Wir müssen zeigen, was wir können. Was ist das eigentlich für eine Psychose, dass Pieper Rechtsverteidiger spielt und Senelün Innenverteidiger, Digga? Das reicht schon wieder. Jung, nein. Geh doch hin. Nee, es ist Niklas Stark. Ja, Junge, Niklas Stark, du bist der Beste. Nochmal. Ja, Niklas Stark, du bist der Allerbeste, Junge. Stay. Oh, Männle ist schon wieder da. Junge, was ist das für ein Tier? Das ist eine Katze. Nein, jetzt wieder Aue. Weil mir reicht's mit Aue. Aue kriegt Haue. Starke. Oh, Männle, Alter. Wie kann man so eine Katze sein? Der hat jeden Ball. Komm, einen Trumpf haben wir noch. Nicht so. Nicht so. Starke, gut, Mann. Elfer schießen, Leute. Ich möchte nicht, dass Voltemade einschießt, Leute. Ich möchte nicht, dass Voltemade einschießt. Achso. Pavlo kann von mir aus einschießen. Fritten Coward kann ein Spiel erschießen. Jinma. Stay muss schießen. Stay muss. Machen wir Stay als zweiten. Voltemade. Ja, mir. Bietenkurt eigentlich auch guter Elferschütze. Pavlas. Und dann Voltemade. Mir reicht es mit Voltemade. Erster Elfer, David Kownacki. Gegen Martin Mennel. Da sind wir doch. 1-0 für den glorreichen SV Werder Bremen. Stefaniak jetzt. Pavlenka. Und er verwandelt sich ja. 1-1. Aue gleicht aus. Jens Day läuft zum Elferpunkt gegen Mennel. Ja, Mann. 2-1. Jens Day. Majacek. Gegen Voltemade, Leute. Gegen Voltemade. Wait a minute. Fuck. Nein, ich hab Voltemade ins Tor gepackt. Ich hab Voltemade ins Tor gepackt. Nein, ich hab Voltemade ins Tor gepackt.
Scheiße. Aber Jin Matoa, ich hab heute mal einen Song gebaut, Digga. Nein. Komm, Woltemade, du kannst das. Du bist der Torwart. Lang, lange Gräten. 3-3. Nein. Pavlo. Scheiße. Pavlo hat drin. Nein. Woltemade gegen Pepe. Komm, Woltemade. Nein, er war fast dran. Junge, Woltemade. Jetzt Bittencourt. Nein, Bittencourt verschießt. Bittencourt eigentlich auch guter Elberschütze. Nein. Marcel Bär gegen Nick Woltemade. Ich bin so dumm.